Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Nahrungsergänzungsmitteltest auf dem Kanal und diesmal nicht von der Marke Puracell, keine Sorge. Wir schauen uns heute was von der Marke an, die wir schon auf dem Kanal hatten. Ich dachte sogar, wir haben das Produkt schon getestet, aber habe ich gemerkt, haben wir gar nicht. Deshalb schauen wir uns heute von Tetezep, die Marke hatten wir schon, ist so eine Art Supermarkt, Drogerie, Nahrungsergänzungsmittelmarke. Ich weiß nicht, ob es bei Apotheken auch gibt, aber halt so eine Pharma-Supermarkt. Nahrungsergänzungsmittelmarkt, schauen wir uns heute das Vitamin C 1000 plus Zink plus D3 an. Für Immunsystem, Zellschutz und Knochen. Bam! Vitamin C, Klassiker, ich meine, einer der berühmtesten Vitamine, wenn nicht das berühmteste Vitamin. Plus auch super fürs Immunsystem. Zink, ein sehr wichtiges Mineral, ein sehr wichtiger Mineralstoff für Körper. Vor allem für Sportler. Und Vitamin D3, ich meine, Vitamin D ist auch in aller Munde, hat den regelrechten Hype, genauso wie Omega-3 und sowas. Schauen wir uns heute mal an, Schnell- und Langzeitversorgung. Schauen wir uns auch an, wie das genau gemeint ist. 1000 Milligramm Vitamin C, 1000 internationale Einheiten Vitamin D3 und 10 Milligramm Zink. Einmal täglich hochdosiert, falls ihr die Meerschweinchen nebenbei hört, tut es mir leid. Die essen halt gerade und tun sich ein bisschen verständigen. Einmal täglich hochdosiert, also eine am Tag nehmen. 30 Depot-Tabletten, Nahrungsergänzungsmittel unter 10 Euro. Ist jetzt halt, wie gesagt, ist jetzt kein Puracell-Ding oder sonst was. Ihr wisst, was ich eigentlich von so Supermarktmarken halte. Deshalb schauen wir uns das Ganze mal an. So, genau. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Hier sehen wir, wie diese Langzeitwirkung gemeint ist. Sofortphase haben wir irgendwie das Weiße, wo dann sofort irgendwie die Hälfte von den Vitaminen übergeht. Und Depotphase ist dann irgendwie das Gelbe, kontinuierliche Versorgung über mehrere Stunden. Ob das jetzt alles so studienbasiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Finde ich, gibt es bessere Alternativen, die studienbasiert sind, wie die liposomale Form zum Beispiel. Aber ist trotzdem ganz interessant. Tetezep, 2-Phasen-Depot, 2 Tablettenschichten für die Schnell- und Langzeitversorgung. Schauen wir uns dann genau an. Nahrungsergänzungsmittel mit blablabla, 30 Tabletten, das sind 41,6 Gramm. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, vor Hitze und Licht schützen. Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung, aber das ist ja klar. Und hergestellt und vertrieben von der Tetezep Pharma GmbH in 60048 Frankfurt. Schöne Grüße an alle aus Frankfurt. Ja, so, dann hätte ich gesagt, da sind die Zutaten, die schauen wir uns gleich an, eine am Tag eben. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir gleich zu den Nährstoffanteilen pro eine Tablette. Da haben wir einmal Vitamin C mit 1000 Milligramm, Vitamin D mit 25 Mikrogramm, sind 500, also 1000 Milligramm sind 1250% des Referenzwertes der DGE. Vitamin D mit 25 Mikrogramm sind 500% des Referenzwertes. Und Zink haben wir 10 Milligramm mit 100% des Referenzwertes. Was ich auch gut finde, weil es gibt viele Präparate da draußen, wo viel mehr Zink anbieten. Obwohl Zink sollte man auch nicht überdosieren, auch unter keinen Umständen. Weil wenn man sich abwechslungsreich ernährt, hat man eh genug Zink. Deshalb, ja, aber ansonsten in Krankheitsfällen oder wie bei mir in meinem Fall, finde ich es immer gut, den Körper mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln nochmal zusätzlich zu unterstützen, solange man halt nicht übertreibt. So, soviel zu den Nährwerten. Schauen wir uns noch kurz den Text an, bevor ich zu den Zutaten komme. Vitamin C ist ein essentieller Nährstoff, der für die körperliche Gesundheit wichtig ist, insbesondere bei hoher körperlicher Belastung oder Stress ist eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen notwendig, ähnlich wie ich gesagt habe. Tetezep Vitamin C 1000 plus Zink plus D3, 2-Phasen-Depot enthält hochdosiertes Vitamin C, Zink und Vitamin D3. Diese Nährstoffe leisten einen Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems dank Vitamin C, zu einer normalen Kollagenbildung und einer normalen Funktion der Knochen, der Zähne und der Haut dank Vitamin C, zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress dank Vitamin C und Zink und zur Erhaltung normaler Knochen dank Vitamin D und Zink. Also ist auch relativ gut aufeinander abgestimmt. Man sagt ja immer, Vitamin C und Zink ist studienbasiert sehr wirksam. Und ja, eigentlich Vitamin D und K2, wenn mich gerade nicht alles täuscht, aber passt auf jeden Fall. Haben wir so ein bisschen was abgedeckt. Ja, und jetzt kommen wir natürlich, bevor wir das Ganze aufmachen, zu den Zutaten und schauen, wie rein das Ganze ist. Wir haben Zutaten, Hauptzutat Ascorbinsäure, also Vitamin C. Da muss man auch sagen, natürlich ist das Grundding, das kennen alle, daraus kennen alle Vitamin C, aber ist trotzdem sehr säurelastig. Als Füllstoff haben wir mikrokristalline Zellulose. Grundsätzlich auch in Ordnung, aber ich finde auch, es gibt alternative bessere Füllstoffe, weshalb ich da auch nicht so ein Fan von bin. Als Trennmittel haben wir Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Auch nochmal was, wo ich sage, ist halt nicht dringend schlecht, aber ist auch nicht, würde ich sagen, mega gut für den Körper. Dann haben wir Zinkoxid. Okay, obwohl ich auch sagen muss, da gibt es glaube ich auch bessere Alternativen, wie man Zink aufnehmen kann. Und als Farbstoff haben wir Riboflavin.
8 Milligramm decken 571% des Referenzwertes. Also Riboflavin haben wir auch noch drin, ist auch ein Vitamin, aber ich müsste jetzt lügen. Riboflavin war doch, weiß ich jetzt gerade nicht, schreibe ich vielleicht dazu, aber auf jeden Fall haben wir auch drin, wie wir sehen, als Farbstoff. Sehr interessant, ist auch nirgendwo gekennzeichnet. Und zu guter Letzt haben wir Cholecalciferol, also Vitamin D3. Grundsätzlich okay, kriegt natürlich auch eine Gesundheitsempfehlung, aber ich sag euch, ich finde, es gibt bessere Alternativen, weshalb ich jetzt hier eine 2 plus als Gesundheitsnote geben würde. Auf jeden Fall eine Empfehlung, vor allem wenn man, wie gesagt, also eine Empfehlung für alle Leute, die sich nicht gut ausgewogen ernähren, die zum Beispiel einen Mangel an den Sachen haben, können es nehmen. Aber es gibt meiner Meinung nach, es ist immer nur meine Meinung, bessere Alternativen. So, aber ich nehme das Ganze jetzt natürlich auch mal für euch ein. Eine ist schon draußen, muss ich gestehen, weil ich dachte, ich habe die schon getestet, aber habe ich gar nicht getestet. Deshalb schauen wir uns das mal an. Es sind wirkliche Oschis. Also ich glaube, von allem, was wir bisher auf dem Kanal getestet haben, mit den größten Tabletten. Also genau, hier sehen wir dieses Zwei-Phasen-Depot. Also ja, wunderbar. Und wir hauen uns mal, ich hau mir eigentlich immer eine Hälfte davon rein. Aber jetzt natürlich fürs Video, dass ihr seht, man kann sie auch so eine ganze reinhauen. Hau ich mal so eine ganze rein. Und ich hätte gesagt, TTZ Vitamin C1000 plus Zink plus D3 aufs Wohl. Ah. Wunderbar. Haben wir jetzt schon mal einen guten Tagesbedarf an Vitamin C gedeckt und noch ein paar andere Sachen. Ja, wie gesagt, also Geschmacksnote gebe ich hier nicht bei Tabletten oder bei Kapseln, die halt wirklich nach nichts schmecken. Würden sie jetzt voll nach was schmecken, dann würde ich da auch eine gesunde Geschmacksnote geben. Aber so viel dazu. Also Gesundheitsnote 2 plus, auf jeden Fall okay, kann man machen, aber es gibt, finde ich, bessere Wege, Vitamin C, Vitamin D3 und Zink zu sich zu nehmen. Vor allem, weil wir auch, finde ich, paar wenige, aber unnötige Füll- bzw. Zusatzstoffe haben. Leute, das war's mit dem Vitamin C. Kriegt am Ende eine Gesundheitsempfehlung, ja. Aber wie gesagt, auch mit viel besseren Alternativen und nicht zugreifen, wenn ihr wirklich sehr ausgewogen euch ernährt, sehr viel Vitamine, relativ gesund seid, dann braucht ihr das nicht. Das ist dann wirklich eher zur Vorbeugung oder wenn ihr eben euch nicht ausgewogen ernährt oder wenn ihr krank seid und einfach einen erhöhten Bedarf habt. So viel dazu, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dem neuen TTZ-Produkt und wir sehen uns dann morgen wieder bei vielleicht mal wieder einem Pharma-Produkt. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis morgen. Ciao, ciao.